Hallihallo, meine lieben Steinböcke. Heute kommen wir zur Monatslegung für den November. Vorneweg gibt es ein kleines Intro über die Vollmond- und Neumondenergien, die wir jetzt haben. Und danach sehen wir uns in der Legung wieder. Falls du es schon geschaut hast in einer anderen Legung, dann kannst du natürlich gerne vorspulen. Dann sehen wir uns direkt jetzt in deiner Legung. Bis gleich. So, ihr Lieben, wir haben ja jetzt im November dann einen Neumond im Skorpion. Der ist am 13.11. Und Skorpion steht ja so für den Stirb- und Werdeprozess, für Veränderungen, für tiefgreifende Prozesse, für ja, Dinge, die auch mit Grenzüberschreitungen zu tun hat. Es könnte sein, dass der ein oder andere da mit diesen Thematiken konfrontiert wird. Einem wird es ein bisschen mehr merken, der andere ein bisschen weniger im persönlichen, im Umfeld, aber auch eben in aller Weltsgeschehen, ne? Die Energien, denen sind wir ja alle ausgeliefert in irgendeiner Weise. Und ich sage das natürlich vorneweg, damit ihr vorbereitet seid, damit ihr dann im Grunde erkennt, oh okay, hier scheint jetzt es nötig zu sein, mich mehr abzugrenzen, mehr wieder bei mir zu bleiben, wieder mich zu zentrieren, vielleicht auch mehr mal in die Meditation zu gehen, um deinen inneren Frieden zu bewahren und dich nicht allzu sehr von den Dingen, die um dich herum passieren, aus deiner Ruhe bringen zu lassen. Denn wenn wir in Stress geraten, sind wir auch nicht wirklich in der Lage, gute Entscheidungen für uns zu treffen. Ne? Ja, wir hatten das ja schon alles zu Corona-Zeiten. Viele Dinge werden ja auch sehr aufgebauscht. Also lass dich da nicht zu sehr von beirren, sondern vertraue auf dein Gefühl, auf deine Intuition und schau, was dich wirklich hier jetzt betrifft. Ne? So, dann haben wir ja am 27. November einen Vollmond im Zwillinge. Und Zwillinge steht für, wird im Tarot übrigens durch die Karte die Liebenden auch symbolisiert. Ja, Venus-Energie ist hier ganz krass am Start. Es geht im Grunde auch darum, Herzensentscheidungen zu treffen, Entscheidungen zu treffen, die mit deinem Herzen übereinstimmen, die deinem Seelenplan entsprechen. Und die Zwillinge, da geht es immer auch um das Du und Ich und das Wir, ne? Das Widerspiegeln, also wie spiegelt dir, wie begegnet dir dein Außen, wie begegnet dir dein Gegenüber und da zu gucken, was habe ich daran, was ist mein Anteil an der Geschichte auch, ja? Ja, ansonsten steht das Sternzeichen Zwillinge auch für Kommunikation, alles, was mit Kommunikation zu tun hat. Vielleicht hast du da gewisse Dinge, die geklärt werden müssen, die jetzt um den 27.11. zum Abschluss kommen könnten, wo man zusammenkommt, wo man etwas rund macht, etwas in die Vollendung bringt, ne? Und dann kann man wieder etwas loslassen. So, so ein paar Aspekte mal vorneweg. Da sind wir wieder. Wollen wir gleich starten? Ich habe hier vorbereitet die Kraft der Göttinnen von der Colette Baron-Reid, das Leitzis-Tarot von der Chris Anne und das Seelenreise-Tarot von der Julia Aurelia. So, dann wollen wir doch mal schauen. Steinbock im November 2023. Was ist die Überschrift? Was ist die Hauptthematik? Es gibt zu jeder Legung auch ein Extended, was du im Mitgliederbereich zur freien Verfügung hast. Also alle, ne? Auch zu den anderen Sternzeichen. Wenn du dich für die Mitgliedschaft 2 oder 3 interessierst, dann klick einfach am Ende des Videos auf die weiterführende Legung und dann wirst du da weiter durchgeführt, ne? Oder du findest den Link auch unterhalb des Videos dann in der Infobox. So. Tod und Magie, die Morrigan mit der Zahl 36. Das sieht ja erstmal düster aus, aber ich kann dir nur sagen, das ist eine ganz tolle Energie. Das ist auch mitunter jetzt die Skorpionenergie, in der wir jetzt sind, mit dem Neumond im Skorpion am 13.11. Hier geht es darum, dass du neu geboren wirst, dass etwas in deinem neuen, in deinem Leben neu kreiert wird, dass auf magische Weise hier Dinge entstehen. Vielleicht ein Anteil in dir jetzt zum Leben erweckt wird, der lange noch geschlafen hat. Ansonsten, ne, Tod spricht halt immer von einem Ende, etwas, was von dir geht. Aber dann sei gewiss, dann ist es auch etwas, was nicht mehr dienlich war oder was dir im Weg stand. Also nichts, was zu bedauern gilt. Und mit der Magie ist es eben dann auch die Kraft des Magiers, ne? Jetzt etwas Neues zu kreieren, etwas Neues zu manifestieren. Wir sind ganz stark in einer Manifestationsenergie.
Mit der 3 sind wir im dritten Haus, da geht es um das Sternzeichen Zwillinge oder um die Liebenden, also alles, was mit deinem Herzen zu tun hat, deinem Ruf des Herzens, aber auch alles, was mit dem Du und Ich und dem Wir und der Kommunikation zu tun hat, alles, was mit Kommunikationswegen zu tun hat, also auch Internet, Handy, Telefon, was auch immer. Und mit der 6 sind wir im Haus der Jungfrau, das ist Eremitenenergie. Da geht es darum, dass vielleicht auch neue Alltagsstrukturen im Berufsleben geschaffen werden, dass Ordnung geschaffen wird, dass du vielleicht auch ein Stück weit im Rückzug bist jetzt in dieser Phase, dass es darum geht, innerlich auch etwas für dich zu bereinigen und neu zu sortieren, um dann daraus schöpfen zu können und innerlich zu wachsen. Also wir haben mit der 3 und der 6 nämlich auch die 9er Energie dabei. Das ist die Abschlussenergie und das ist auch die Energie vom Schützen, die hier mit reinspielt. Das ist Expansion, Wachstum, ja auch mit der Mäßigkeit, die wird ja durch die Mäßigkeit repräsentiert ja den Schützen. Da kommt so diese Energie rein von wieder zu Kräften kommen auch. Also wenn du mit einer anstrengenden Phase zu tun hattest jetzt, dann kannst du jetzt hoffnungsvoll in eine neue Phase gucken, dass hier Dinge sich vielleicht auch aus deinem Geiste in die irdische Welt manifestiert haben, Dinge quasi in eine neue Daseinsform kommen. Das ist so die alchemistische Energie, die ich hier so wahrnehme. Na, da bin ich ja gespannt, was das für ein Monat, ja? Also das habe ich ja nun bei Steinbock am allerwenigsten erwartet, wo die Steinböcke doch immer so sehr rational vielleicht unterwegs sind, eher irdisch und sehr, wie soll ich denn sagen, sehr, sehr konservativ. So nehme ich die meisten Steinböcke wahr. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so euer Steinbock, wie ihr euch so wahrnehmt oder wie ihr wahrgenommen werdet. Das sind eigentlich eher so die, finde ich immer sehr, die Familienmenschen oder die sehr ja, bodenständig sind und auf Althergebrachtes und mit Magie und so eigentlich nicht so viel am Hut haben, sondern eher sehr ja, im Irdischen orientiert, an dem, was tatsächlich greifbar ist, ne? Naja, gut. Gucken wir mal, was dann jetzt hier Phase ist. Ich lege 5 Karten aus und dann schauen wir uns das hier in Ruhe an. So. Ein bisschen Trommelwirbel, ein bisschen Aufregung. Okay, gucken wir mal. Da zeigt sich Page der Stäbe, sehr schön. Ein Impuls, etwas Neues, eine neue Handlungsweise, eine neue Unternehmung. Hier kommt frischer Wind rein, ne? Man merkt ja richtig so eine jugendliche Energie, neue Lebenskraft kommt hier rein. Vielleicht eine Nachricht, etwas, was dich begeistert, wo du neugierig bist, wo du der Sache mehr nachgehen möchtest. Kann natürlich auch für einen jungen Menschen stehen, mit dem du es jetzt zu tun hast, oder eben einfach ein neues Projekt, ein kreatives Projekt oder etwas, was dich eben einfach fasziniert. Vielleicht hat das was mit Magie zu tun, oder mit Bewusstseinserweiterung. Was könnte es noch sein? Ja, mit Meditation. Also alles, was vielleicht so ein bisschen mystisch ist, nämlich hier so mit dieser Morrigan so eine mystische Energie war, ne? Könnte sein. Na, bin ich ja mal gespannt. Also wir legen natürlich hier dann noch die Klärungskarten. Ich gehe jetzt erstmal in die allgemeine Legung hier rein. Königin der Schwerter. Ja, die Königin der Schwerter, die weiß genau, was sie will. Die schafft in sich diese Klarheit. Sie hat natürlich einiges vorneweg erlebt, was nicht so schön war. Und sie guckt jetzt aber in die Zukunft und sagt, okay, das Ganze muss jetzt hier natürlich Konsequenzen haben und sie trifft jetzt eine neue Entscheidung für die Zukunft und wendet sich ab von allem, was da mal gewesen ist. Das heißt, es könnte sein, dass dir hier entweder hast du es mit einem Luftzeichen zu tun, das könnte Wassermann, Zwillinge oder Waage sein, oder dass du hier auf Beziehungsebene schaust vielleicht, dass es darum geht, hier Entscheidungen zu treffen, wie es hier weitergeht. Hier scheint auf jeden Fall in irgendeiner Weise ein neuer Impuls reinzukommen. Vielleicht eine Idee für die Zukunft, so nehme ich das so wahr. Vorstellungen, wie du dir etwas vorstellst. Du beschäftigst dich hier mit Dingen, die dich
interessieren oder die dich neugierig machen. Vielleicht hast du auch etwas Neues kennengelernt, wo du sagst, okay, das verändert jetzt alles. Da muss ich mal in mich schauen. Ne? Das ist so ein bisschen diese Innenschau. Was will ich? Ja, genau. Page der, ach Quatsch, zwei der Münzen. Das ist so dieses, ich wäge ab, ich bin mir noch nicht sicher. Hier möchte etwas aus deinen Gedanken in die Manifestation ins Irdische kommen. Ne? Hier ist es quasi die Idee und hier ist es dann tatsächlich da. Vielleicht bist du da am Abwägen auch noch, für was du dich entscheidest. Vielleicht hast du es auch noch mit mehreren Verantwortlichkeiten zu tun und du möchtest eigentlich nur noch diese Leichtigkeit haben. Du möchtest nicht mehr diese vielen Verantwortungen, diese vielen Baustellen, sondern eben diese Leichtigkeit. Die soll mehr Raum nehmen in deinem Leben. Bin ich gespannt. Also irgendwas scheint dich hier vielleicht auch so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Also hier gilt es wirklich in irgendeiner Sache einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn hier etwas von außen kommt, was dich möglicherweise, ja, könnte ja sein, aus der Balance bringt. Was ich natürlich niemandem wünsche, aber dann weißt du es ja jetzt, ne, kannst du auch anders mit umgehen. Acht der Kelche. Also scheinbar entscheidest du dich, etwas hinter dir zu lassen, was dich hier nicht mehr glücklich gemacht hat. Das ist das, was ich hier schon wahrnehme mit der Königin der Schwerter, die hier schon sagt, na, da ist es gewisse Dinge nicht so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Und jetzt muss man halt hier Entscheidungen treffen. Bleibe ich, gehe ich der Sache nach, die mich hier so fasziniert. Irgendwas zieht dich. Ne? Also das ist so, ich nehme das so wahr, als ob du da hingehst. Da ist irgendwas Neues. Da ist etwas, was dich fasziniert, was dich begeistert. Es könnte ein Mensch sein, das könnte ein neuer Job sein, neues Projekt sein, irgendetwas, wo du sagst, da hinten, da ist das, da ist diese Leichtigkeit, wovon du dir diese neue Lebensenergie versprichst. Diese Leidenschaft nehme ich hier wahr. Okay. Königin der Münzen, hast du es hier mit einem Erdzeichen zu tun? Könnte es wie du Steinbock, Stier oder Jungfrau sein? Ansonsten ist die Königin der Münzen jemand, der sehr bodenständig ist. Das ist die Königin, die darauf aufpasst, dass du hier ja auf dem Teppich bleibst, dass du die Finanzen gut managst, dass du sehr naturverbunden lebst, ne? Dich gesund ernährst, ausreichend bewegst und gut auf dich achtest, die sorgt für Stabilität, dass eben alles seine Ordnung hat, auch in gewisser Weise. Und hier Wachstum, also die sorgt für Wachstum, ne? Dass du gesund bist, dass deine Finanzen stabil sind, alles solche Sachen, so irdische Sachen, dass Ordnung im Laden ist, sowas. Vielleicht gilt es für dich jetzt hier als Königin der Münzen aufzutreten und genaue Vorstellungen zu haben. Was ist dein Wert? Was ist dir wertvoll? Und wofür stehst du ein? Also die Königin der Münzen, sie weiß eben, wofür sie steht und wofür sie nicht steht. Und da macht sie halt auch klare Ansagen. Ne? Aber das ist erstmal so diese Inner Work. Also in dir drinne schaffst du diese Klarheit, was ist da, was mit deinem Selbstwert zu tun hat. Das zum einen, wo du sagst, das lasse ich nicht mit mir machen. Und da sind meine Grenzen. Und so hätte ich das gern. So möchte ich das gerne haben. Ne? Du lässt dich hier nicht aus der Ruhe bringen, nicht aus der Stabilität bringen. Mit den zwei der Münzen kühlen Kopf bewahren, bei dir bleiben, die Energien ausbalancieren in dir, die ausbalanciert werden müssen und als Königin der Münzen auftreten. Ne? Und nicht hier so ein Luftikus, sondern dass das Ganze auch ein gewisses Fundament in deinem Leben hat. Also das ist gut überlegte Energie, bodenständiges. Ja, eine gewisse Bodenständigkeit nehme ich hier wahr, dass du da das Gleichgewicht reinbringst. Ist sehr interessant, ne? Wir haben zweimal die Erdenergie. Also es kann hier tatsächlich um Finanzen auch gehen oder ums Berufliche, oder zumindest etwas, was mit deinem Selbstwert zu tun hat. Ja. Vielleicht auch gesundheitliche Thematiken, dass du hier gucken musst, dass gewisse Dinge in deinem Leben nicht die Überhand nehmen und du hier ja maßvoll mit umgehst und die Dinge so steuerst, dass du in deine Kraft kommst oder bleibst. Denn mit den acht der Kelchen, hier musst du irgendwas hinter dir lassen. Was lässt du hier hinter dir? Irgendetwas, was dich nicht erfüllt hat.
Vielleicht lässt du auch ein Luftzeichen hinter dir, ja? Vielleicht gibt es da irgendwelche, vielleicht hast du es da mit einer Person zu tun, die relativ unterkühlt ist. Was ist denn die Herausforderung? Zwei der Kelche. Das ist das Commitment, das ist der Vertrag, das ist die Einigung, die Partnerschaft. Also in irgendeiner Weise reicht man sich hier die Hände oder möchte sich die Hände reichen. Aber scheinbar ist das irgendwie herausfordernd. Warum ist das herausfordernd? Hier eine gemeinsame Vision zu finden, ist herausfordernd. Was ist da los bei euch? Ihr guckt nicht in die gleiche Richtung, ihr habt unterschiedliche Vorstellungen. Vielleicht ist hier jemand auch untreu gewesen. Mit drei der Kelche kann das auch mitunter sein. Hier möchte irgendjemand eigene Wege gehen, habe ich das Gefühl. Und da haben wir wieder diese Sonne, diese Leichtigkeit, diesen Neuanfang. Also, es scheint hier irgendwie herausfordernd zu sein, einen gemeinsamen Weg zu finden, ha? Eine gemeinsame Ebene zu finden, eine gemeinsame Vision. Irgendwas ist hier, hast du es mit einem On und Off zu tun? Hast du es mit einem Auf und Ab zu tun? Ja. Denn es sind so widersprüchliche Energien. Hier ist jemand voller Begeisterung und hier ist jemand wieder so, ouch, das tat weh. Und jetzt, vielleicht hast du hier jemanden kennengelernt und das war ganz feurig und toll und du dachtest so, oh cool. Und dann kam irgendwas, wo du gedacht hast, so, und jetzt sind wir wieder so unterkühlt. Also dieses Bipolare, so nämlich so ein bisschen war. Wo du dann sagst, nee, jetzt, damit höre ich auf. Ich trete jetzt hier als Königin der Münzen auf und ich bin mir das nicht, also ich bin mir mehr wert, ja. Ich suche was wirklich Stabiles. Das ist nämlich so, als deine Energie war. Du bist in dieser Erdenergie. Als Steinbock bist du ein Erdzeichen, ja. Und scheinbar das, was du da erlebst, das lässt du dir, das hier lässt du hinter dir. Das ist der Page der Stäbe ist keiner, der mit dir hier längerfristig irgendwas aufbauen möchte. Das ist jemand, der ein schnelles Abenteuer möchte und danach ist er wieder weg. Ja? Und das sagst du, ich nicht. Das erfüllt mich nicht. Hier gehe ich jetzt in meine Stabilität, komme in mir an und sorge dafür, dass es mir gut geht. So, jetzt gucken wir mal in die Karte Morrigan, welche Botschaft die noch für dich hat. Und danach gehen wir in die weiterführende Legung und dann bröseln wir das mal auf, worum es hier genau geht, um welchen Menschen. Sorry. So, siehst du, ich beniße es. Betrachte dein Leben als ein magisches Geschenk und deine Lebenserfahrung als eine wunderbare Chance, eine bessere Welt zu hinterlassen. Es ist ein Geschenk, das du zurückgibst, wenn der Tod kommt und deine Zeit auf Erden endet. Erfahrungen, Beziehungen, Vorhaben und auch lang gehegte Träume, sie alle sind Morrigans Gesetzen von Tod und Magie unterworfen. Es ist jetzt für dich an der Zeit, gewisse Teile deines Lebens sterben zu lassen und diesen Prozess als etwas zu betrachten, das es zu bedauern und zu feiern gilt. Lass es in Liebe und Dankbarkeit los. Lass deine Ängste hinter dir. Im Tod liegt große Magie, da nichts jemals wirklich zerstört werden kann. Aus der Asche des Alten entsteht neues Leben und erwachen neue Träume. Stelle dich dieser Zeit des Absterbens mit Liebe und Tapferkeit. Sei bereit, ein leeres Gefäß zu sein. Schon bald wird Morrigan dich mit Magie erfüllen und eine neue Welt wird für dich erstehen. Dies ist ihr Geschenk an dich. Wenn du deinen Widerstand aufgibst und den Dingen erlaubst zu sein, wie sie sind. Die Heilungsbotschaft haben wir hier noch. Magie ist überall und in allen Aspekten des Lebens, auch im Tod, im Absterben und Verfall und ebenso im Dunkeln, das tief in unserem Wesen verborgen liegt. In unserer modernen Kultur jedoch verwenden wir eine Menge Zeit und Energie darauf, den Tod zu verleugnen. Wir ersinnen Mittel und Wege, ihn zu vermeiden und verwehren der Natur, ihr wahres Gesicht zu zeigen. Die Folge davon ist, dass wir sehr viel an Weisheit eingebüßt haben. Du bist aufgefordert, dich mit denjenigen deiner Lebensbereiche zu beschäftigen, die dir nicht mehr dienlich sind und sterben sollen, ohne eine Garantie dafür zu haben, was ihre Stelle einnehmen wird. Musst du dich von einem Menschen abwenden? Ja, ne? Ach, der Kelche. Von einem bestimmten Verhalten oder einer Art zu denken,
So wie die Raupe, die keinerlei Vorstellung davon hat, wie es ist, ein Schmetterling zu sein, musst auch du dich dem Verwandlungsprozess überlassen. Du musst Platz schaffen für das Wunder, ohne nach Gewissheit zu verlangen. Als magische Todesgöttin stellt dir Morrigan die Heilungsaufgabe, dich jetzt einer Selbstprüfung zu unterziehen. Was willst du nicht sterben lassen? Ja, an was hältst du immer noch fest, ne? In welches Dunkel musst du Licht bringen? Wie sehr hast du dich in deinen Entscheidungen von der Angst leiten lassen? Wer könntest du sein, wenn du den Mut hättest, das Leben aus dem Blickwinkel des Lebens zu betrachten? Deine Magie ist umso viel stärker, als du glaubst, und deine Träume hängen davon ab, ob du bereit bist, das zu tun. Du kannst es. Morrigan begleitet jeden deiner Schritte auf dem Weg. Ja, sei dir jetzt hier die liebste Mutter und kümmere dich darum, dass du hier gut versorgt bist, ja, dass es dir an nichts fehlt, dass du in deine Souveränität kommst, egal ob du Männlein oder Weiblein bist, spielt gar keine Rolle, ja. Grenz dich ab und steh für deine Werte ein. Steh für das ein, was du glaubst, was du denkst und was dir wertvoll ist. Und grenze ab, ja. Also ich denke, dass du hier einen Wandlungsschritt hinlegen wirst, dass du in eine neue Seinsform übergehst. Und dass es hier mit den zwei der Kelchen zwar sich vielleicht in einer Partnerschaft zeigt, dass du vielleicht das Gefühl hast, irgendwie ist es schwierig, mit jemandem in eine feste Partnerschaft zu kommen. Aber ich denke, dass erstmal wichtig ist, dass du mit dir in eine Verbindung kommst und die Dinge loslässt, die nicht mehr dir dienlich sind, um dann in eine neue Authentizität zu kommen, und dann erst bist du bereit für eine wahre, tiefgründige und ja, freie Partnerschaft. Also eine Liebe, die nicht in Co-Abhängigkeiten festhängt, die nicht toxisch ist, sondern wo du wirklich diese Leichtigkeit, die du hier leben möchtest, aber auch diese Verbindlichkeit, die du haben möchtest, wo du das alles zusammen hast und nicht enttäuscht wirst, ne? Weil hier nämlich mit der Königin der Schwerter schon Enttäuschungen war. Okay, meine Lieben, dann hoffe ich, dass es euch schon mal Erkenntnisse gebracht hat. Ich werde jetzt hier noch das Seelenreisetarot von der Julia Aurelia nehmen und die Lenormand-Karten vom Giro Marchetti. Damit lege ich nochmal die Klärung. Wir gucken uns das in der Tiefe an, was genau hier los ist. Es gibt auch nochmal, achso, der Ausblick. Wo stehst du am Ende des Monats? Ja. Und dann habe ich hier noch das Tarot Salt Water Spirit Orakel Cards von Jana Saint-Levier. Und das finde ich auch sehr schön. Das habe ich ganz neu. Und da werde ich dann mal noch eine Karte springen lassen oder ziehen. Mal gucken. Mal gucken, die haben so tolle Botschaften immer, die so treffend sind. Das ist der Hammer. Und da freue ich mich schon, wenn ich für dich hier noch eine Botschaft dir noch eine Botschaft mitgeben darf. So, also, wenn es dir gefallen hat, vielen lieben Dank für dein Like, für dein Liebeskommentar und für dein Abo und Mitgliedschaft. Da freue ich mich. Und dann sehen wir uns gleich in der weiterführenden Legung. Macht's gut. Bis gleich.